Beim Media Literacy Lab geht es darum, gemeinsam was zu machen, es geht darum, gemeinsam was zu gestalten. Das Media Literacy Lab heißt Lab aus verschiedenen Gründen. Einer, der für mich sehr interessant ist, ist eben der Versuchscharakter, der das Prozesshafte so ein bisschen deutlich macht. Also wenn wir uns anschauen, was der digitale Wandel für die Gesellschaft insgesamt, für das Lernen im Besonderen bedeutet, dann wissen wir vor allem ganz sicher, dass das noch nicht fertig ist, dass wir noch keine fertigen Rezepte haben, dass dieser Wandel auch noch nicht abgeschlossen ist. Insofern mag ich am Media Literacy Lab sehr diese Idee, dass wir gemeinsam suchen, aushandeln, ausprobieren, was gute Lösungen für Lernen und Gesellschaft sein können. Mit dem Media Literacy Lab wollen wir Open Learning in der Medienpädagogik fördern. Am Media Literacy Lab kann teilnehmen, wer immer es interessant findet, teilzunehmen. Beim MLab können mitmachen alle, die medienpädagogisch interessiert sind. Es ist uns ganz wichtig, dass hier sowohl Praktiker eben aus der Medienpädagogik als auch Studierende aus Masterstudiengängen oder auch Interessierte wie Eltern zusammenkommen und gemeinsam an einem Thema arbeiten. Open Learning bedeutet für mich zwei Dinge. Zum einen, dass es keine Zulassungsbeschränkung gibt, dass man kein Zeugnis vorlegen muss und auch keine Vorkenntnisse mitbringen muss, um an dem Lernkurs teilnehmen zu können. Das ist die eine Sache. Und die andere ist, dass ich die Freiräume habe, meinen Lernweg auch zumindest teilweise selbst zu gestalten. Open Learning bedeutet für mich, dass jeder mitmachen kann. Dass jeder in seinem eigenen Tempo und nach seinen eigenen Interessen lernen kann und dass nicht wir, die Kursmacher, im Zentrum des Kurses stehen, sondern die gesamte Lerngruppe. Optimales Online-Lernen ist für mich dann gegeben, wenn ich sowohl individuell lernen kann, also es für mich einen individuellen Mehrwert hat, ich mich einbringen kann, indem ich mir selbst aussuche, welche Bereiche mich gerade ansprechen und gleichzeitig aber wir kollaborativ und auch kooperativ zusammenarbeiten. Ich also asynchrone, aber auch synchrone Momente habe. Ich finde, die große Chance von Online besteht darin, Lernen zu individualisieren. Es geht nicht darum, alle über einen Kamm zu scheren, sondern wir haben schon die Möglichkeit, ganz vielen unterschiedlichen Lernenden jetzt Anwendungen, Tools, Betreuung, Moderation an die Hand zu geben, die es ihnen ermöglicht, ihren eigenen Lernweg zu beschreiten, und wir wollen uns sie dabei unterstützen. Also ich freue mich besonders auf die Entwicklung von Open Content. Ich freue mich, dass unsere Studierenden ihr theoretisches Wissen einfach mal praktisch anwenden können und aber auch, dass Leute, die nicht an der Universität sind, einfach mal zu uns kommen können und mit uns gemeinsam lernen können. Einfach mehr Erfahrungen im Bereich Online-Lernen zu machen und mich auch einfach darauf einzulassen, ganz andere Lernwege mal auszutesten und auszuprobieren und einfach mal zu sehen, was dann passiert. Ein großer Wunsch, den ich an das Media Literacy Lab, an unsere Kurse und vor allem an unsere Teilnehmerinnen habe, ist, dass wir tatsächlich aktiv was gemeinsam machen. Also dass auch die Teilnehmerinnen sich ein Stück weit als Teilgeberinnen verstehen, die also nicht nur sagen, sag mir, was ich machen soll und dann führe ich das aus, sondern eben auch sagen, mich interessiert das, ich würde gern das noch vertiefen, ich suche Leute, die mit mir zu dieser Fragestellung arbeiten etc. Wenn das gut klappt, dann würde ich sagen, das hat alles sehr gut funktioniert.